Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute ist das Art of Lights dran. Das gab es dieses Jahr bei uns im Aldi 2022 für 9,99 €, also 10 Euro. Wir haben auf jeden Fall schöne Sachen enthalten. Wir haben Überraschungsvulkane, zweimal den Torpedo, das ist eine Plop-Batterie, sage ich jetzt mal. Wir haben wieder die dicke Bertha, glaube ich, oder den Doppeldecker heißt er. 100 Schuss, 60 Schuss Batterie, eine Heliusfontäne mit Pfeifen. Dann Mini-Chokos, Dominos, ja, eine Luftikus und hinten sehe ich glaube noch ein paar Röhlis und einmal Fritze Feuerstein. Wenn ihr nochmal gucken möchtet, so sieht das Ganze aus. Kostet wie gesagt 10 Euro. Ich finde das eigentlich eine schöne Mischung für den Preis. Ja, ist eine schöne Mischung für den Preis. Kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Also Freunde, wir schauen uns das trotzdem mal draußen an, wie das dann so ist. Also Freunde, das ist gleich draußen zur Zündung. So Freunde, wir fangen ja an mit den Art of Lights. Ich würde mal sagen, wir fangen mit den Fontänen an. Wir haben jetzt hier die Dominus-Fontäne oder Domino-Fontäne. Gucken, ob die stehen bleibt. Und die Krokodile. Kleine von Dengen. So, wir machen weiter mal mit den Überraschungsvulkanen. Dann nehmen wir mal einen von. Zwei sind im Set enthalten. Ist übrigens vor 17 Uhr. Vor 17 Uhr, das geht los. So, wir haben hier noch eine Color Fountain, eine mit Pfeif-Effekt. So. Alles klein, weil das ist. Okay, da ist der Effekt nicht angegangen. Schade. So, wir machen weiter hier mit einer, was haben wir hier, Luftikus-Fontäne. So. Luftikus. Ja, schon mal unscharf hier. Schöne lange Brandung, muss ich sagen. So, schauen wir mal, was haben wir noch in dem Set drin. In dem Set hatten wir jetzt noch die 60 Schuss. Das sind diese Silberkometen. Schauen wir mal. So, so. Ah, das Krokodil ist ganz schön. Ah, jetzt. Der Wind hat gerade nachgelassen. Ne? Ja. Ja, ich denke mal, das waren gut, die 60 Schuss. So, dann haben wir noch eine große Helios-Fontäne. Das ist auch sozusagen der Choco Choco. Schauen wir mal, ob hier der Effekt jetzt rauskommt.
Sehr schön eigentlich. So, dann haben wir noch einen 100 Schuss Leuchtkugel Röli. Und eine Rakete irgendwo. Ah, so, machen wir noch das 100 Schuss Leuchtkugel Röli. Stellen wir mal neben den Alligator. So, schauen wir mal weiter. In dem Set war noch eine Tornado oder Torpedo, glaube ich. Schauen wir mal. Ja. Ist umgepiept. Wie? Ui. Ach, guck mal, hat sich wohl aufgestellt. Ui. So, und dann haben wir ja noch eine. Was haben wir denn hier? Ich glaube dicke Bertha oder Doppeldecker hieß es hier. Ja. Problem ist, der hat auch wieder einen Standfuß. Hm, was machen wir da? So, ja, wir können ja hier eine Kiste reinklemmen, aber da ist eine Fontäne dabei. Schmuggelt deine Fontäne an, deine Kiste. So. Schauen. Ja, doch lustig. In dem Set haben wir jetzt noch ein paar Rölis, die werde ich dann mal in Hand zünden. So Freunde, das war sozusagen das Set. Also ich muss sagen, eigentlich lohnt sich das für den Preis. Also Freunde, macht's gut, bis zum nächsten Video.